schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Klar, Impfungen sind ein entscheidender Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung von Viruserkrankungen. Von daher stimmen wir vollkommen überein, es ist ein wesentlicher Fortschritt, dass Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 in absehbarer Zeit verfügbar sein werden. Und ich begrüße es auch, dass sich alle Bundesländer deshalb zügig auf den Weg gemacht haben und sich ehrgeizige Ziele für die flächendeckende Impfkampagne gesetzt haben. Das ist richtig, das ist notwendig. Und es ist auch vollkommen verständlich, dass zuerst einmal priorisiert werden soll, wer zuerst geimpft wird. Auch wenn die Pharmabranche zurzeit auf Vorrat produziert, sind Ressourcen und insbesondere das Personal endlich. Und auch die Reihenfolge, die die STIKO, die Ständige Impfkommission, diese Woche vorgelegt hat, überrascht mich nicht, aber ich sehe durchaus einige Lücken. Es ist richtig, die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen so schnell wie möglich zu impfen und in diesem Zusammenhang auch das dort arbeitende Personal. Aber was für mich weiter ungeklärt ist, was passiert denn mit dem größten Anteil der Pflegebedürftigen und der Pflegenden, also mit dem Bereich der häuslichen Pflege? Gerade Familienangehörige, die arbeiten gehen und nebenher pflegen oder manche pflegen und gehen nebenher arbeiten, haben oft große Angst, das Coronavirus in die eigene Familie hineinzutragen. Oder niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die den größten Teil der Testungen vornehmen, werden nachrangig geimpft. Manche vulnerable Personengruppen, auch jüngere gerade, die viele Krankheiten haben, werden noch nicht angemessen erfasst. Hier müssen noch wirklich gute Antworten gefunden werden. Vergleichbares gilt beispielsweise für obdachlose Menschen, die kaum zu erfassen sind, insbesondere wenn sie nicht in Unterkünften untergekommen sind. Auch Menschen ohne legalem Aufenthaltsstatus brauchen ein Angebot zur Impfung. Die können ja nicht einfach aus dem Einwohnermeldeverzeichnis eingeladen werden. Hier gibt es wirklich einen großen Bedarf, noch nachzuarbeiten. Ich schließe mich an den Dank von Herrn Bauer gerne an, an die Kommunen und an die Hilfsorganisationen und glaube gerade insbesondere an den sehr belasteten öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja die letzten Dreivierteljahr oder auch schon vorher Ungeheures geleistet hat und jetzt wieder das Zentrum der Aufwendungen ist gerade. Und ich sehe einige Belastungen auf die Kommunen zukommen, gerade wenn es um die Anwerbung von Impfpersonal geht, um die Anwerbung von Ärztinnen und Ärzten und die ganze Organisation der Impfzentren. Das sind große Herausforderungen, und ich hoffe, dass das Land bei seinen Versprechungen bleibt und sie realisiert, die Kommunen da entsprechend zu unterstützen. In diesem Bereich muss nachgesteuert werden, aber auch in einem anderen Bereich muss dringend nachgesteuert werden. Da haben wir nur mittelbaren Einfluss. Aber für uns als LINKE ist klar, dass es zu diesen Fragen ein Bundesgesetz braucht. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat ausdrücklich davor gewarnt, die STIKO-Empfehlungen per Rechtsverordnung umzusetzen, wie das bisher ja wohl im Bundesgesundheitsministerium geplant wird. Eine solche Rechtsverordnung kann juristisch angreifbar sein, sei es durch Impfgegner oder Corona-Leugner, sei es durch Personen, die sagen, na ja, ich hätte eigentlich früher drankommen sollen, ich will schneller geimpft werden. Ein Gesetz ist aber auch deswegen erforderlich, weil sich natürlich auch bei diesen unerprobten Impfstoffen auch Risiken ergeben können. Und es geht auch um eine klare Absicherung von möglichen Impfschäden, von Haftungsfragen für die Firmen, für die staatliche Seite, aber auch natürlich für die impfenden Ärztinnen und Ärzte. Und es geht um eine demokratische Legitimation und eine Debatte zu diesem Thema. Ich fordere Sie deswegen auf, Herr Klose, machen Sie sich in den Bund-Länder-Gesprächen dafür stark, dass eine eigenständige gesetzliche Grundlage für das Impfprozedere schnellstmöglich erfolgt. Ich möchte aber auch betonen, dass die Verfügbarkeit des Impfstoffs noch lange nicht alle Probleme löst. Ich kann ja verstehen, dass manche CDUler so kurz vor Weihnachten den Chef von BioNTech, Ugo Schein, fast wie einen neuen Heiland feiern.
Warum seine Geschäftspartnerin, Frau Dr. Özlem Türeci, so selten genannt wird, ist wohl dem altbekannten Patriarchat geschuldet. Aber nur weil die Impfungen beginnen, haben wir noch lange nicht die Pandemie besiegt. Ich freue mich, dass ich zur Erheiterung sorge bei diesem schweren Thema. Wir wissen aktuell nicht, wie lange die Immunisierung anhält. Wir wissen auch nicht, ob der Impfstoff bei möglichen Virusmutationen schützt. Es kann sogar einen gegenteiligen Effekt geben. Dadurch, dass die Risikogruppen durch die Impfung geschützt werden, kann das zeitnah zu Nachlässigkeiten bei den Schutzmaßnahmen führen. Wenn alles jetzt nur noch auf die Impfrate schaut, dann wird es viel schwieriger, die Menschen davon zu überzeugen, sich dennoch weiter pandemienkonform zu verhalten. Und das werden wir sicher noch eine ganze Zeit lang tun müssen. Deswegen möchte ich noch einmal auf Ihren ersten Teil der Überschrift Ihres Antrags zu sprechen kommen. Vorausschauend und verantwortungsvoll durch die Pandemie. Meine sehr geehrten Damen und Herren von Schwarz-Grün, vorausschauend war bisher eigentlich nichts an dieser Pandemiebewältigung. Vorausschauend wäre gewesen, das Angebot der hessischen Jugendherbergen aus dem März zeitnah aufzugreifen, um Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete zu dezentralisieren, statt dann im November gerade einmal eine Jugendherberge in Büdingen zu nutzen, nachdem schon Hunderte Geflüchtete infiziert wurden. Vorausschauend wäre gewesen, zu testen und das auch frühzeitig die Schnelltests zu ordern, um sie dann an die Alten- und Pflegeheime abzugeben. Nein, stattdessen hat der Gesundheitsminister fast das ganze Jahr von einer trügerischen Scheinsicherheit gesprochen. Ich habe ihn schon im Frühjahr gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, einer Pflegekraft schon einmal eine kurzfristige Gewissheit zu geben, statt sie in ständiger Ungewissheit leben zu lassen. Die Pflegekraft möchte den Virus nicht in die Einrichtung tragen. Es wurde nicht getestet, weil es keinen Ersatz für infizierte Pflegekräfte gibt. Die hohen Infektions- und Todeszahlen in den Altenheimen zeigen doch, dass es vorher auch schon nicht gestimmt hat in der Altenpflege. Die Personalnot war doch vor der Pandemie eigentlich für jeden, der hingeguckt hat, greifbar und sichtbar. Und wenn jetzt dauernd Anträge ans Gesundheitsamt gestellt werden, dass infizierte Pflegekräfte weiterarbeiten müssen, weil sonst der Laden zusammenbricht, ist das eine Bankrotterklärung unserer Altenpflege. Wenn ständig Zeitarbeitskräfte finanziert werden müssen, weil das Personal nicht ausreicht, zeigt es doch deutlich, dass es hier an der Bezahlung überhaupt nicht stimmt. Und es zeigt doch, wie wenig den Regierungen in diesem Land die Situation alter- und pflegebedürftiger Menschen und der Beschäftigten, wie wenig wichtig es ihnen ist. Und es kann doch nicht wundern, dass sich so viele Pflegekräfte unter diesen herrschenden Arbeitsbedingungen aus dem Beruf verabschieden. Und hier ist ein Umsteuern dringend erforderlich. Mit oder ohne Pandemie wäre es notwendig gewesen, wenn Sie sich nicht den Vorwurf gefallen lassen wollen, dass Sie wissentlich den Tod von Menschen in Kauf nehmen. Und statt zu handeln, wartete Hessen auf ein Bundesgesetz. Erst jetzt können durch die lange Bearbeitungsdauer durch das Regierungspräsidium die Schnelltests in den Einrichtungen eingesetzt werden. Die werden auch nicht ausreichen. Und vorausschauend wäre wirklich gewesen, hier von Beginn an für die Altenheime tatsächlich an der Seite zu stehen und zu handeln. Und vorausschauend wäre es gewesen, wenn die 3 Millionen FFP2-Masken für die Seniorenheime nicht jetzt erst im Dezember, schon im Oktober verteilt worden wären. Es wären einige Todesfälle im letzten Monat zu verhindern gewesen. Vorausschauend wäre es gewesen, wenn die Schulen klare Informationen bekommen hätten, ab welchen Inzidenzwerten welche Maßnahmen zu ergreifen sind, und wenn es wenigstens für die weiterführenden Schulen und für die beruflichen Schulen Planungen und auch die technischen Voraussetzungen zum Wechselunterricht gegeben hätte. Ich kann noch einiges an Beispielen ausfüllen, was eigentlich vorausschauend gewesen wäre. Aber es gibt noch einen Punkt, der mir sehr wichtig ist und auf den ich auch eingehen möchte. Der Zugang zu Impfungen muss tatsächlich global allen Menschen garantiert werden. BioNTech, Moderna und wie die anderen Pharmafirmen heißen, haben Milliarden aus Steuergeldern erhalten, um möglichst zügig funktionierende Impfstoffe zu entwickeln. Das war vollkommen richtig.
Ich würde mir wünschen, wenn das auch nur annähernd ähnliche Mittel zur Bekämpfung von anderen Krankheiten gäbe und dass nur ein Bruchteil der Mittel regelhaft für die Arbeit der WHO da wäre, damit sie sich aus der Abhängigkeit privater Geldgeber befreien könnte. Aber jetzt muss gelten, was vorwiegend mit Steuermitteln entwickelt wurde, darf nicht so patentiert werden, dass es für den globalen Süden verschlossen bleibt. Ich möchte nicht erneut erleben, wie etwa bei den Therapiemöglichkeiten bezüglich HIV, dass Millionen von Menschen nur aufgrund des Patentschutzes elendlich zugrunde gehen. Was mit Steuermitteln entwickelt wurde, muss solidarisch der gesamten Weltgesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Frau Kollegin Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Das mache ich. Auch das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir uns alle zu stellen haben. Vielen Dank.